bin hier hergekommen und habe einfach die feinen Mehl geschmeckt. Und das war so faszinierend. Und dann habe ich gefunden, jetzt mache ich ein bisschen Brot. Und habe das angefangen, auf dem Stubentisch einmal in der Woche auszubreiten. Und vor allem im Rudi, seine Kirchenchor-Kolleginnen sind dann so die ersten Brot gekauft. Und dann hat sich das ein bisschen gesteigert. Dann habe ich vom Hof angefangen, ein bisschen Gemüse und Salat zu haben. Oder dann ist im Herbst das Obst dazu. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, das wäre es doch eigentlich. Wir fangen an, richtig zu produzieren und das vermarkten. Also wir sind ein Biobetrieb. Es ist Mülli und ein Landwirtschaftsbetrieb zusammen. Das war immer ein Ganzes. Also jetzt hat das Getreide Vorrang bekommen. Lange war es mit dem Landwirtschaftsbetrieb. Der ist inzwischen halt geschrumpft auf unser eigenes Land. Wir haben alles Pachtland verloren, ist alles überbaut inzwischen. Und jetzt hat Mühle Vorrang. Also wir verarbeiten vor allem das Getreide. Verarbeiten. Es sind ganz viele junge Familien vor allem wieder, wo die Lebensmittel und Natur noch produziert worden sind, das wieder suchen. Wir haben auch ganz viele Allergiker, die von den Therapeuten, von den Ärzten hergeschickt werden. Und wir, eigentlich von den Kunden her, merken wir immer, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, am Anfang hat man ja nicht so recht gewusst, kommen noch jetzt die Leute oder kommen sie nicht? Und was mache ich mit den Resten? Das hat man dann alles irgendwo selber probiert zu verwerten. Nach 17 Jahren im März habe ich einfach gespürt, dass ich nicht mehr mag. Und vor allem hat mich der Bau dann auch noch so ein bisschen happig gedacht, dass das Gemüse ist, der Gemüseplatz, der grosse Gemüseplatz ist alles an mir gehangen. Und dann habe ich wirklich am Abend manchmal, wenn ich vom Gemüseplatz her war, schon alles im Bett gewesen. Also man hat einfach so für die Familie die auch nicht mehr so die Zeit gehabt, man hat sie wieder müssen suchen. Wirklich im gleichen Moment fast ist die Regio-Fähre entstanden und auf uns zugekommen. Und das ist schon, das ist ein Plus gewesen. Haben wir gefunden, wow, das gibt eine Absatzquelle, oder? Das müssen wir warnen. Das ist in der Ordnung. Regio Fair ist eigentlich ursprünglich eine Initiative, wo Biobauern aus der Zentralschweiz sich überlegt haben, wie könnten wir am Markt partizipieren, ohne dass wir Grossverteiler brauchen. Es gibt in der Zentralschweiz alles um den Vierwaldstättersee herum, plus den Kanton Zug, 650 Biobauernfamilien. Und die haben sich in 5 Vereinen zusammengetan und die machen hier gute Kooperationen. Die Grundidee von Regio Fair war eigentlich am Anfang wie ein Tauschhandel früher gewesen. Dass nicht alle Bauernfamilien müssen alles machen, sondern ein Teil. Dass sie können ihre Produkte abgeben an Ort und dafür von anderen Höfen zukaufen. Das macht es ein bisschen einfacher und macht ein besseres Sortiment. Es ist nicht ein Label. Ein Label braucht immer ganz viel Kontrolle. Es ist eine Marke. Das ist ein Unterschied. Und unter dieser Marke Regio Fair, da haben nur Produkte Platz, wo der Rohstoff aus der Zentralschweiz kommt und wo die Verarbeitung in der Zentralschweiz ist. Regio Fair ist die Antwort darauf, was ist bio und regional, nämlich im Reinkonzentrat. Und es ist immer schwierig für die Biobauernfamilien, produziert ist sehr schnell, aber wer bringt es an den richtigen Ort? Und gerade auf dem Land ist Bio nicht so populär wie in den Städten und in den urbanen Regionen. Und darum ist die Verteilung für ganz viele Bauernfamilien matchentscheidend. Also auf dem Burg Rhein ist eigentlich das Ganze gestartet. Mit der Agrovision haben wir einen Ort, wo wir ein Erlebnis haben, nebst den Bauernhöfen, wo die Leute da her können. Aber dass man schauen kann, die Leute wollen sehen, was gemacht wird. Wir haben den Kuhstall gebaut, wo die Leute schauen können. Wir haben aus dem alten Kuhstall auf 2/3 der Fläche eine Käserei gemacht, eine Bio-Käserei, wo Milch von unserem Hof und von einem Bauern, der in der Nähe ist, verarbeitet wird. Im oberen Stock ist eine Fleischverarbeitung und Fleischtrocknerei. Wir haben einen Verkaufsladen, wo alle Produkte von Regio Fair oder vom Hof verkauft werden. Dass das auch ein bisschen bildlich klar oder selbsterklärend worden ist, habe ich immer das Ziel, das Weltbeste Eingeklemmte zu machen. Für das braucht es Brotkäse und Fleisch.
Wir sind jeden Tag dran, einen Versuch zu machen, Brot, Käse oder Fleisch. Und von 20 Versuchen geraten sich rein. Das Geschäftsmodell hat sich ein bisschen geändert, weil wir haben noch 40 Läden dazu bekommen. Die Reformhaus Müller und die Egli Bioläden. Die haben ein grosses Sortiment gehabt und die haben vollständig zu uns gewechselt. Und das hat bedeutet, wir mussten innerhalb von kürzester Zeit von rund 600 auf 1700 Artikel aufbauen. Also wir haben vor allem sehr viele Frischprodukte, also Joghurt, laktosefreie Joghurt, wir haben Trockenfleisch, wir haben die sensationellen Sandwich von Regiofair, die wirklich einzigartig sind. Wir haben Mehl, Getreide, wunderbare Dinkelteigwaren, Tee auch. Ich bin sehr zufrieden, ja. Also wir hatten den Wechsel im Januar und haben seit dem Januar sehr viel mehr Regiofair-Produkte. Und das macht die Firma Regiofair sehr, sehr gut. Also es klappt sehr gut, wir haben sehr ein gutes Miteinander. Wir können auch Sachen anbringen, die vielleicht nicht so gut sind. Und das wird sehr schnell wieder umgesetzt. Für unseren Laden ist Regiofair sehr wichtig, weil wir einfach einen starken Partner haben. Regiofair gibt es nicht im Grossverteiler. Auch Grossverteiler, die Bioprodukte anbieten. Die Regiofair ist wirklich fachhandeltreu oder in speziellen Bioläden erhältlich. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben eigentlich mit nichts angefangen, außer dem Raum, wo wir jetzt hier drin stehen. Das sind 1000 Quadratmeter Fläche auf 4,5 Meter Höhe im Keller. Unten. Wir haben angefangen im ersten Jahr mit 500'000 Umsatz, haben jedes Jahr 400'000 dazu bekommen. Und letztes Jahr war es dann bei 2,8 Millionen gewesen und jetzt haben wir einen Sprung gemacht auf über 9,5 Millionen auf dieses Jahr. Und das war eigentlich Fleissarbeit gewesen. Man hat die ersten Jahre nichts anderes gemacht, als an dieser Marke gearbeitet, an der Differenzierung, an den Versuchen und gleichzeitig das Erlebnis so aufgeschafft, dass die Leute das anschauen konnten. Eine wahre Geschichte. Ist für die Vermarktung enorm wichtig. Was auch wichtig ist, ist das Design, dass man den Menschen kauft mit den Augen. Und man hat etwa gefühlt die 3 Sekunden Zeit, wenn man ein neues Produkt herstellt, dass die Leute das wahrnehmen. Wenn es gut aussieht, probieren sie es. Wenn sie es probiert haben und gut ist, kaufen sie es wieder. Sonst war alle Mühe umsonst. Oder? Es ist einfach vom Marketing und der Vermarktung her ist es ganz entscheidend, dass man einfach selbsterklärend die Geschichte sogar auf der Verpackung zum Beispiel nachher drauf tun. Und vor allem die Leute müssen es probieren. Alles, was über den Markt läuft, wir brauchen heute praktisch unser Marketingbudget noch für Degustationen brauchen. Als wir angefangen haben mit dem Projekt, hat niemand daran geglaubt, dass das etwas gibt. Und es kommt immer darauf an, ist gerade die richtige Zeit für das und macht man möglichst viel richtig. Das hat bei uns auch ein paar Mal kippen können. Es ist überhaupt nicht so, dass die Welt auf uns gewartet hat. Es ist wie bei allen Investitionen, aber eine gewisse Größe kann man das nicht mehr selber finanzieren. Wenn aber kein Geld da ist, ist es sehr ein heikles Unterfangen. Weil von der Bank kommt immer Druck. Und ob es dann gerade geratet am Anfang, das Zahlen zurückzahlen oder zu verzinsen, dann kommt man eben dann oft in die Bredouille rein. Und darum lohnt es sich wirklich auch, dass man die Finanzierung voraus genau anschaut, was kann man stemmen und was will man machen und wie lange hat man Zeit. Und dann vorne raus ist es ganz entscheidend, was für Leute stehen an der Front. Oder die Läden, die wir haben, das ist wirklich auch an vielen Orten Leidenschaft pur. Das ist nicht eine Planwirtschaft, das ist ein Unternehmertum. Und wenn die Leute dahinter stehen, dann passiert auch etwas in diesen Filialen und Läden. Ja, ich glaube, der grösste Erfolgsfaktor ist, wenn man mal ein Produkt akribisch und jahrelang gemacht hat. Oder? Und es wiederholt sich auf jedem Lebensmittel, egal welches das ist, sind immer die gleichen Mechanismen. Aber das Wichtigste ist, dass man auch ein bisschen zäh ist. Und dranbleibt. Und dranbleibt und nochmal dranbleibt. Nicht aufgeben ist, glaube ich, eine der grössten Herausforderungen. Daran glauben. Aber es ist immer die Frage, ob es betriebswirtschaftlich stimmt am Schluss, dass die Luft verhebt. Weil was nicht wirtschaftlich wird, kann nicht sozial sein.
Man darf sich aber keine Illusionen machen. Wenn man so ein Geschäft aufbaut, dann muss man 5 bis 10 Jahre Zeit haben. Sonst darf man gerne nicht anfangen. Ich würde es gewaltig schön finden, wenn man es arbeiten würde, dass man zwischen 10 und 20 Produkte haben in diesen Bioläden, wo die Leute explizit wegen diesen Produkten in den Laden nie können und den Rest dann auch noch kaufen. Zusätzlich zu all diesen Faktoren, die sich ja im Marketing immer wieder wiederholen, ist wichtig, dass man Bauernfamilien hat, die leidenschaftlich, und Leidenschaft ist nicht die Definition, dass man schaut, wie lange man es schafft, zum Leiden, sondern dass man auch mal etwas vorinvestiert, dass man mal sagt, es kommt jetzt nicht heute wieder etwas retour. Das ist ganz wichtig, weil die Innovationen können nicht aus etwas heraus, wo man das Gefühl hat, das ist gerade morgen ein Erfolg, sondern Zeit. Ja, es braucht Durchhaltewillen, das ist so. Und ich glaube, das ganz Wichtigste ist einfach die Freude an der Sache, die man tut. Das ist das Wichtigste. Und der Preis ist schlussendlich, es ist etwas, das nötig ist, dass man leben kann. Aber wenn die Freude nicht dabei ist, dann bringt alles nicht. Das ist mich dann das ganz Wichtigste. Wenn man Freude hat am Produkt, das man macht. Die Regio-Fair ist für uns ganz ein wichtiges Standbein geworden. Wir haben einen regelmässigen Abnehmer. Und das als regelmässiges Einkommen. Ja, das ist wunderbar, weil es ist ein Geben und ein Nehmen. Das ist natürlich herrlich so. Ich habe Freude, dass ich von Ihnen auch beziehen kann. Und es geht am gleichen Tag. Also ich muss nicht hindern, es wird mir geliefert. Es wird alles abgeholt. Das ist, wirklich, das ist für mich etwas Neues. Auf dem Markt musste ich selber gehen und Hofladen an. Das bedient man selber. Und der Regio-Fair ist von dem her sehr angenehm. Es wird geliefert und geholt.